Wir haben uns nämlich mal Gedanken dazu gemacht, wie wäre das eigentlich, wenn es zu großen historischen Ereignissen schon die passende Boulevardpresseüberschrift gegeben hätte. Also wir suchen jetzt gleich historische Ereignisse. Historische Ereignisse oder eine historische Person. Ich sage das immer vorher extra. Also wenn ich sage Ereignis, suchen wir explizit ein Ereignis. Wenn ich sage Person, suchen wir explizit eine Person. Soweit, so gut? Ja. Wunderbar. Wer die Antwort falsch gibt, ist raus. Wer die Antwort danach richtig geben möchte, sind die, die verblieben sind. Ihr habt danach quasi die Chance, euch die richtige Antwort noch zu holen. Gut, kommen wir zur ersten Überschrift. Der Daily Mirror hätte Folgendes getitelt. Mamma Mia Atlantik, Italo-Kapitäns peinlich Umweg führt zu Megafund. Welches Ereignis suchen wir? Also, welches Ereignis suchen wir? Ich weiß nicht. Also, nee. Doch. Mich verhauen. Das war nicht wie dieser italienische Captain, der mit seinem Kreuzfahrtschiff da auf diese Insel gefahren ist. Historische Ereignisse. Dann war ich falsch. Entschuldigung, dann bin ich... Wir suchen historische Ereignisse. Paulina, du kannst einfach buzzern. Auf. Vielleicht... Ereignisse. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, der war Spanier. Aber ich meine, ich habe jetzt gebuzzert, ich kann ja trotzdem was Falsches antworten, oder? Ja, also so... ich meine, peinlicher Umweg war ja Kolumbus, der eigentlich nach Indien fahren wollte und dann Amerika entdeckt hat. Und das ist der Megafund, oder? Ich wusste nicht, dass der Italiener war. Das ist Spanier. Ich dachte, er ist Spanier. Amerigo Vespucci. Ich sage mal, Mailand oder Italien. Ach, come on. Der hätte ich auch gesagt. Es ist richtig. Aber wieso, der ist doch Spanier. Kolumbus ist Italiener, aber unter spanischer Flagge gesegelt. Die nächste Schlagzeile. Ich suche ein historisches Ereignis. Gemalalatet. Wutmob killt Abzock-König. Ach so. Französische Revolution. Boom! Wow. So ist es. Die Französische Revolution wurde gesucht. Da du es weißt, wie wäre die Erklärung zur Schlagzeile? Na gut, ich bin immer Jamal. Ja. A la tête, das weiß ich nicht, was das heißt, aber... Ich habe Kopfschmerzen. Ah. Weil sie ihn... Ja, genau. Alles klar. Deswegen hatte er Kopfschmerzen, weil er keine hatte. Ich möchte ganz kurz noch hier drauf hinweisen. Knast für Joko, verhaftet wegen sexy. Ladies and Gentlemen. Ich bin aber raus, sonst wäre ich nicht hier. Und ich bin auch nicht auf Bewährung raus, sondern ich bin tatsächlich sexy. Deswegen bin ich hier. Also, hier ist das nächste Ereignis, was gesucht wird. Ich Pferd verrückt. Gaga Griechen gewinnen irren Geschenke. Oh Mann. Schlacht von Troja, das trojanische Pferd. Ah. Mhm. Thomas Gottschalk. Wow. Ja. Chapeau. Ja. Ja, aber ist richtig. Das ist deine Rubrik hier. Du wirst, dass ich wenigstens eine hab. Die Lehrer, ey. Wir haben ja... Wahnsinn. Wir haben eine weitere Überschrift. Der Irre von Wittenberg, das fordert... Oh Mann. Martin Luther, die Thesen. An Thomas. Die Kirche. Alter Schwede. Ja gut, ist richtig. Aus einem verzagten Arsch kommt kein... Ja, so weit kamen wir gar nicht. Das Zitat, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz, ist tatsächlich auch von ihm. Mhm. So, Thomas, soll ich dir direkt einen Punkt geben oder wollen wir noch drauf gucken? Wir schauen. Neffe Gaius 19 sagt, wir sind fassungslos. Gut, gib mir ganz kurz den Moment, dass ich es vorlesen kann. Veni vidi Mordi Politiker-Mob tötet Rombos. Auch du, mein Sohn Brutus, etiam tumi file Brutus, Cäsar, Mord am Kapitol. Ja. Es geht hier um alles. Ich war so langsam. Es geht um alles, ja wunderbar. Auch das ist richtig. Aber ich bin der Neue an Kleopatras Seite, ist auch geil. Du musst wissen, Luisa strahlt gerade so, weil du hast Latein studiert, ne? Ja. Und du bist ja einer der wenigen Menschen, Thomas, du beherrschst die Sprache auch. Aurea prima satast et has gewindic indulo sponte suasine lege fidem nec verba minantia fizzo. Ovid, Metamorphosen und Elegien. Was hat er gesagt? Bei ProSieben ist das genau richtig. Ich kann noch Publius Rusticus est. Publius ist ein Bauer. Das kann ich noch. Gut, ich hätte da noch was für Thomas Gottschalk, falls die anderen mitspielen wollen. Vielleicht sollten wir erst buzzern und dann überlegen. Ja, vielleicht. Du musst einfach sehr schnell buzzern. Und vielleicht hilft dir das. Historisches Ereignis, Mainzer Tech-Freak mit Mega-Erfindung. Lesen bald Mainstream. Alter Schwede. Gutenberg, Erfindung des Buchdrucks. Ja, das ist...
Ja. Ey, ich fühle mich wieder. Das ist richtig. Richtig. Gut. Oh, wow. Ja. Letzte Frage, letzte Schlagzeile. Ein historisches Ereignis. Army Hammer, Jefferson sagt Bye-Bye. Also das ist nur Spekulation, aber es gab doch mal einen US-Präsidenten, der Thomas Jefferson hieß. Ja, klar. Und war das der erste, der ermordet wurde? Oder der hat einfach abgedankt? Nee? Nein. Oh ja, wenn du es noch hast, fünf. Hatte was? Vier, der drei, hat was Gutes gemacht. Zwei. Hat er die Sklaverei? es ist zwei. Aber gut, versuch noch da hinten so einen Marathon rauszurennen. So bam, 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 bam. Ich weiß es nicht. Nobody? Thomas Jefferson, du hast doch recht, das war ein amerikanischer Präsident. Ja, ja, ihr könnt auch buzzern, wenn ihr noch eine Antwort abgeben wollt. Oder? Ich kann auch einfach buzzern und einfach auch raten. Ja. Hat es irgendwas mit der Unabhängigkeitserklärung zu tun? Richtig! Geil, rhetorische Frage. Elias hat abgeliefert, ganz ehrlich, die Gründung der USA. Ja. Was hat das mit Bye-Bye zu tun? Bye-Bye, er hat sich von England gelöst. Ach, die Unabhängigkeitserklärung. Da muss man drauf kommen, ja, klar. Hätte ich alles noch gesagt gerade, also kam man nicht dazu. Das wollte ich genau erläutern gerade. Das war Kategorie 3, Ladies and Gentlemen. Das bringt uns zu einem Zwischenstand von 8 Punkten für Paulina, 7 für Thomas, aufgeholt. Und Punkte Gleichstand dazwischen zwischen Elias und Luisa, beide 5.